Das Thema, das wir heute uns anschauen werden, ist ein besonderes Thema. Es ist das Thema, dass das Beste noch aussteht. Wir haben in dieser Serie auch über den Sabbat gesprochen, als das ewige Zeichen des Schöpfergottes. Und dieser Samstagmorgen, dieser Sabbatmorgen, ist eigentlich so in dieser Zusammenstellung, wie wir hier sind, der erste Sabbat, den wir gemeinsam feiern. Als die, die sich die letzten Tage unter das Wort gestellt haben und gesagt haben, wir wollen uns auf die Suche machen und den Unvergleichlichen entdecken. Neu entdecken oder wiederentdecken. Mein persönlicher Wunsch ist, und das war mein Gebet, die letzten Themen, die wir zusammen studiert haben, nicht nur hier, sondern auch zu Hause, war, dass Gott uns die Erfahrung schenkt, dass unser Glaubensleben kein normales Glaubensleben ist und bleibt nach diesen Themen, die wir studiert haben, sondern dass wir neue Impulse bekommen haben und dass wir neue Ansichten und neue Einsichten bekommen haben, die uns wirklich weiterführen in unserem Leben. Und die uns das Leben in einem ganz neuen Licht sehen lassen. Mein persönliches Leben. Wenn das ein Stück weit gelungen ist, dann ist das eine große Freude. Nicht nur für mich, sondern für den ganzen Himmel. Aber die größte Freude kommt erst noch. Die allergrößte Freude. Das Beste kommt noch. Und wir wollen heute den entdecken, den einen, der vom Fluch zum Segen führt. Es wird die Geschichte erzählt von Marco Polo. Wir wissen, er war ein wissbegieriger und neugieriger Mensch und er hat sich auf den Weg gemacht, um Forschungsreisen zu tätigen. Und wahrscheinlich die bekannteste Reise, die er tätigte, es war nicht die einzige, aber es war eine der wichtigsten von ihm, die auch für die nachfolgende Welt von Bedeutung war, war seine Reise nach China. Zu diesem Zeitpunkt war China noch ein vielleicht eher unbekanntes, unentdecktes Land, obwohl es dort zu dieser Zeit schon gewaltige Dinge gab, von der der Rest der Welt nichts wirklich wahrnahm und noch nicht davon wussten. Er war 21 Jahre insgesamt in China. Und als er von dieser 21-jährigen Reise zurückkam, dort nach Italien, und seinen Freunden berichtete, was er alles dort entdeckt und erlebt hat, glaubten die Menschen in seiner Umgebung, dass er verrückt geworden ist auf dieser Reise und dass er nicht mehr ganz funktioniert. Warum? Er erzählte Dinge und Geschichten und Erlebnisse, die so unglaublich, so irreal klangen, dass die Leute zu keinem anderen Schluss kommen konnten, als dass Marco Polo verrückt geworden ist. So erzählte er zum Beispiel, dass er in eine Stadt kam, die voller Gold und Silber war. Er erzählte davon, dass er Steine gesehen hatte, schwarze Steine, die brannten. Und die, wenn man sie anzündet, ein Feuer für lange Stunden am Brennen halten. Nun, sie dachten, der Mann, der muss verrückt sein, aber das lag daran, dass sie noch nie etwas von Steinkohle gehört hatten. Dann erzählt er ihnen von Stoffen, die man ins Feuer legen kann und die nicht verbrennen. Und sie sagten, der ist verrückt, aber sie hatten nur noch nie was gehört von Asbest. Marco Polo berichtete von Schlangen, die 10 Schritte von erwachsenen Schritten lang sind und die ein Maul haben so groß, dass ein Mensch hineinpasst. Und das war der letzte Beweis für sie, dass der Mann verrückt geworden ist. Aber die guten Freunde hatten nur noch nie was gehört von großen Krokodilen. Denn in Italien gab es diese Tiere nicht. Er redete von Nüssen, die er gefunden hat, die so groß waren wie ein Menschenkopf. Nun, die Italiener, die damals von Erdnüssen gelebt haben und von Mandeln, die dort im eigenen Land wachsen, und das war so ziemlich das Größte, was sie an Nüssen kennen, die Mandeln, die sie knackten, in der Größe, die dachten, der Mann, den muss man bremsen, der ist verrückt. Aber sie hätten noch nie etwas gehört von Kokosnüssen.
Wie leicht kommt man doch zu der Schlussfolgerung, dass Menschen verrückt sind, die Einblick in etwas bekommen haben, das ihnen gezeigt wurde, von denen andere nicht mal die Spur einer Ahnung haben. Die Menschen lachten über ihn, sie lachten und spotteten. Einige Jahre später, als Marco Polo im Sterbebett lag, da drängten ihn seine Verwandten und Familienangehörigen, dass er doch wenigstens die Familienehre rettet und dass er auf dem Sterbebett, bevor er stirbt, alles widerruft, was er sagte und aufgeschrieben hatte in seinen Biografien. Und das war einer seiner letzten Sätze, die Marco Polo sagte, bevor er starb. Er sagte, es ist alles wahr, jede Einzelheit. Und dann sagt er, ja, mehr noch. Ich habe all von dem, was ich erlebt und gesehen habe, noch nicht mal die Hälfte erzählt. Es ist noch nicht mal die Hälfte der Wahrheit. Und kurz darauf verstarb er. Die Bibel berichtet uns im 1. Korintherbrief etwas so Unfassbares, dass man es gar nicht in Worte kleiden kann. Paulus beschreibt hier im 2. Kapitel etwas, was gut ist, dass wir es lesen. Es heißt hier, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die menschliche Sprache reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was Gott damals Paulus offenbarte, was er denen vorbereitet hat, die ihn lieben. Nun, das ist die zentrale Frage, um die es uns ging, in dieser Serie der Unvergleichliche. Die Frage, die in jedem Thema mitschwang und zwischen jeder Zeile und jedem Bibeltext in diesen letzten Themen, in den letzten Tagen überall präsent war, ist die Frage, hast du Gott lieb? Das ist die entscheidende, alles entscheidende Frage. Liebst du Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Gemüt? Dann lass dir eins sagen, das Beste für dich kommt noch. Das Wunderbare ist, dass es die Bibel eine Botschaft gibt, die sagt, dass es nicht nur eine Hoffnung gibt, sondern eine echte, reale, glaubwürdige, greifbare, erfahrbare Hoffnung, und zwar wann? Für heute. Wer geglaubt hat bei diesem Thema, das Beste kommt noch, geglaubt hat, dass heute er hören wird, dass wir darüber sprechen, was alles noch in der Zukunft geschehen wird, der hat sich geirrt. Denn das Beste, was Gott aufgehoben hat für die, die ihn lieben, beschreibt uns die Bibel, dass es heute, hier und jetzt beginnt. Das Beste kommt noch. In 1. Korinther 2, Vers 10, und das ist leider so, dass die wenigsten, wenn sie den Text in Korinther lesen, die Verse 8 und 9, dass sie weiterlesen. Man tröstet sich mit dem Text, was kein Ohr gehört hat, was kein Auge je gesehen hat, was in kein Herz gedrungen ist, dass Gott denen das vorbereitet hat, die ihn lieben. Und sie schlagen die Bibel zu und sagen, das ist die Verheißung. Aber sie lesen nicht weiter. Denn in Vers 10, da steht Folgendes. Er sagt, uns aber hat Gott es offenbart. Schon mal gelesen, dass der Text dort nicht stehen bleibt? Kein Ohr hat es je gehört, kein Auge hat es je gesehen, kein Herz hat es erfasst. Paulus sagt, uns aber hat es gezeigt, uns hat es offenbart. Wodurch? Durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Gott macht es möglich, heute, hier und jetzt, die Dinge real zu sehen und einzuschätzen, einzustufen und für mich in Anspruch zu nehmen, die Gott vorbereitet hat, denen, die ihn lieben. Das ist gewaltig. Gott ist kein Gott, der einen vertröstet auf die Zukunft und sagt, na warte noch, irgendwann in der Zukunft wirst du deinen Lohn haben.
Das ist nur die Hälfte der Wahrheit, was die Bibel sagt über das Beste, das noch kommt. Paulus sagt, das Beste, das kommt, hat er uns jetzt schon offenbart. Und das ist wunderbar. Jeremia 29, Vers 11 ist ein zentraler Text. Darf ich dich was fragen? Weißt du, was Gott über dich denkt? Weißt du es? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie denkt Gott über mich? Was denkt er über mich? Was hat Gott für Gedanken über mich? Wenn du es wissen willst, in Jeremia 29, Vers 11 steht es. Dort heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Oder das ihr erwartet. Gott denkt über dich, dass er für dich etwas vorbereitet hat, das er nennt Frieden und Glück. Ich weiß nicht, wie du mit diesem Text umgehst, aber als ich den Text für mich entdeckt habe, für mein persönliches Leben, wurde es mir warm. Ich habe plötzlich darüber, als ich nachdachte, erkannt, dass es einen Gott gibt, der über mich friedliche Gedanken hat. Hast du Gott so kennengelernt, als den Gott, der für dich Gedanken des Friedens denkt und des Heils? Wir sitzen hier als Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen haben und sehr aus unterschiedlichen Lebenssituationen kommen. So mancher von uns mag vielleicht in die Kategorie der Menschen gehören, denen es an nichts fehlt, an gar nichts. Sie kennen das nicht, dass irgendwo ein Mangel auftritt. Sie haben alles. Sie haben ein schönes Haus, sie haben ein wunderschönes Auto. Ja, aber vielleicht gibt es sogar unter uns Menschen, auch unter denen, die hier zuschauen durch die Aufnahmen, vielleicht gibt es hier jemanden, der zur oberen Schicht der Klasse gehört, so nenne ich es mal, die keinerlei Mangel haben. Dann lass mich dir heute Morgen was sagen. Das Beste kommt für dich noch. Das Beste steht nicht auf einem englischen Rasen in Form einer Villa. Das Beste kommt noch, auch für dich. Aber vielleicht, und das ist die Wahrscheinlichkeit, ist sehr viel größer, dass du zu jemandem momentan gehörst, der große Enttäuschung erlebt. Wir sprechen nicht oft über das, was uns wirklich berührt. Übrigens, Gott hat deswegen die Gemeinde ins Leben gerufen. Seine Gemeinde. Eine Familie, an der wir auch über unsere Enttäuschungen reden dürfen. Es ist der Ort, wo es Menschen gibt, die verstehen. Aber selbst dann, wenn niemand mich versteht, gibt es einen, der Gedanken des Friedens über mich hat. Bist du enttäuscht? Gibt es etwas in deinem Leben momentan, wo du wirklich absolute Frustration erlebst und sagst, ich habe es satt, mir steht es bis hier. Das Beste kommt noch. Vielleicht erlebst du in diesem Augenblick, mit diesem Augenblick meine ich, dass du gerade mittendrin stehst, dass deine Familie zerbricht. Vielleicht erlebst du gerade, und über das Thema sprechen wir am wenigsten als Gläubige und als Menschen, die sich orientieren an der Bibel, denn das darf nicht geschehen. Vielleicht erlebst du gerade, wie deine Ehe zerbricht, vielleicht sogar vor den Augen anderer. Denn gewisse Dinge kann man nicht verbergen. Und du erlebst das Trauma einer Trennung. Vielleicht hast du es schon hinter dir vor 2, 3, 4, 10, 20 Jahren. Vielleicht hast du das erlebt, dass dein Partner dich verlassen hat. Vielleicht nach 35 Jahren Ehe. Plötzlich merkst du, dass dein Partner jemand hat, den er öfters trifft als dich. Und vor allem zu den Sachen, mit denen er, die er nicht mit dir macht. Sowas geschieht tagtäglich. Auch unter uns. Dann lass dir etwas sagen. Ob du es erlebt hast oder gerade mittendrin stehst. Das Beste
kommt noch. Und das meine ich nicht oberflächlich zu sagen, komm, nimm's leicht. Wir werden heute sehen, was ich damit meine, was Gott damit meint, mit dem, dass das Beste noch kommt. Es kann sein, dass du derzeit leidest. Vielleicht sogar an einer Krankheit, von denen die moderne Medizin sagt, dass es unheilbar ist. Krebs. Wie wird sie genannt in den Medien? Die Fessel der Menschheit. Krebs. AIDS. Aber vielleicht sind es auch nur scheinbar banale Dinge. Vielleicht leidest du nicht an äußerlichen Krankheiten, an physischen Krankheiten. Vielleicht hast du wirklich ganz schweres Leid und du kriegst es nicht los. Vielleicht erlebst du es ja nicht mal selber. Vielleicht erlebst du gerade, wie ein Mensch aus deiner Umgebung gerissen wird. Man spürt nicht wirklich die Dinge, bevor man erlebt, was es bedeutet, selber wirklich Leid zu erleben. Verlust zu erleben, den niemand ersetzen kann. Ich weiß, es ist schwierig, darüber zu sprechen, so hypothetisch hier am Tisch hineinzureden, aber jemand, der mittendrin steht, jetzt gerade heute Morgen und hier zuhört und das hier sitzt und das wahrnimmt, der weiß, wovon ich spreche. Leid ist nicht ohne etwas. Krankheiten, unheilbare Krankheiten. Bitte, 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 lass dir sagen, das Beste kommt für dich noch. Es gibt Menschen, die jetzt, vor allem jetzt, die letzte Zeit, Frustration erleben, weil sie ihre Arbeit verlieren. Oder sie haben ihre Arbeit verloren. Dann lass dir sagen, das Beste kommt noch. Wie sieht's aus mit deiner finanziellen Situation? Sitzt du vor deinen Rechnungen und immer wenn du addierst und zusammenzählst und subtrahierst und multiplizierst, kommt am unten immer das Gleiche raus. Minus. Du kannst rechnen, wie du willst. Du kommst immer wieder auf dasselbe Ergebnis. Du hast zu wenig. Und da gibt es so viele Leute, die was von dir wollen. Kennst du das? Das Beste kommt noch. Ihr merkt schon, was ich sagen will. Ich möchte heute bewusst etwas machen, was das Schwierigste ist überhaupt im Leben eines Menschen. Ich möchte heute Morgen unsere Gedanken weglenken. Weglenken von dem, was dich blockiert. Weglenken vom Fluch. Hin zum Segen. Denn wir ahnen manchmal gar nicht, dass in unserem Leben der Segen sehr nahe beim Fluch liegt und umgedreht. Dass es manchmal nur ein Schritt ist vom Segen zum Fluch, aber auch vom Fluch zum Segen. Manchmal geht es hier wirklich nur um Millimeter. Ich habe Menschen kennengelernt in den letzten Jahren, einige Menschen kennengelernt, manchmal sogar aus eigener Familie, die die tiefsten Depressionen erlebt haben. Es ist sehr schwierig für einen Menschen, das nachzuempfinden, der keine Depressionen hatte. Für uns, für gesunde Menschen ist Depression etwas Ungreifbares. Man weiß nicht wirklich, worum es da geht. Das sind Menschen, die einfach nicht mehr zurechtkommen, die einfach keine Perspektive haben und keine Hoffnung mehr haben. Wo einfach kein Lebensmut mehr da ist, keine Kraft mehr da ist für die kleinsten Handarbeiten. Selbst die Tasse zu spülen, selbst einfach nur eine einfache Aufräumarbeit zu machen in der Wohnung, wird zum absoluten Katastrophe, weil man nicht mal die Kraft dafür hat, eine Tischdecke gerade zu ziehen. Es fehlt der Lebensmut und die Kraft für das Leben. Schon mal erlebt? Steckst du gerade drin in solch einer Depression? Eines der größten Probleme für Menschen in der Depression ist die Depression, auf die sie schauen und mit denen sie konfrontiert sind. Ich möchte dir sagen, für dich kommt das Beste noch. Es ist nicht das Ende, worin du gerade stehst. Wie sieht's aus, wenn uns die Sünde umstrickt? Wenn wir merken, dass jemand einen Griff an uns hat und dieser Griff ist wie ein eiserner Griff. Dass die Sünde uns gepackt hat und wir Knechte sind und Sklaven sind. Und dass wir merken, dass die Sünde solch eine Kraft in unserem Leben hat, dass sie uns immer wieder mit eisernem Griff packt und das dahin führt, wohin wir eigentlich gar nicht wollen.
Und wir können gut nachempfinden, wie es dem Paulus gegangen sein muss, als er in einem Augenblick seines Lebens dieses erlebt hat und sagt, ich elender Mensch, wer errettet mich von diesem todverfallenen Leib? Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich hasse, das tue ich. Er beschreibt hier sein Leben, als er Gott dienen wollte, aber aus seiner Kraft und erschlagen war von der Hilflosigkeit, der Übermacht der Sünde in seinem Leben. Das Beste kommt für dich noch. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen durch das Leben von Mose. Mose erlebte etwas, was die wenigsten von uns erlebt haben bzw. je erleben werden. Mose kam auf diese Welt und über ihm schwebte schon in den jüngsten Jahren seines Lebens eine dunkle Wolke. Die dunkle Wolke war schon da, als er noch gar nicht richtig bei Verstand war und abhängig war von seiner Mutter und seinem Vater. Mose kam zur Welt und er musste durch Umstände in eine Situation hineinkommen, in der wirklich der Fluch real und spürbar für sein Leben war. Schon nach seiner Geburt erlebt Mose den Fluch des Pharao. Und damit ist hier nicht irgendein Hollywood-Streifen gemeint, sondern der Fluch des Pharao als ein realer Fluch, der ihm nach dem Leben trachtete. Die Geschichte, die hier erzählt wird in der Bibel zwischen Ägypten, dem Auseinandersetzung zwischen dem ägyptischen System und Gottes Plan in Jeremia 29, Vers 11. Denn diesen Plan hat er für jeden Menschen von uns. Für jeden. Es ist Gottes Plan, dass er sagt, ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Ich habe Gedanken des Friedens und des Heils. Nicht des Leides und des Unheils. Aber Mose erlebt genau das Gegenteil. Schon als Kind muss er ausgesetzt werden von seiner Mutter und er kommt in ein neues System herein nach Ägypten und erlebt dort das Unfassbare. Das Beispiel des Lebens des Moses zeigt uns, wie ein Mensch buchstäblich vom Fluch zum Segen geführt wird. Nur was waren die Ursachen? Was sind die einzelnen Umstände, die das bewirkt haben? Wir lesen hier, in 1. Mose 1, Vers 22, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Nun, das ist für uns weit weg, Antike, eine Geschichte. Stimmt's? Oft gehört. Nur bist du Mutter? Bist du Vater? Kannst du dir vorstellen, dass du plötzlich in dem Land, in dem du lebst, plötzlich unter den Gesetzrestriktionen des obersten Befehlshabers, dem Präsidenten, dort lebst und der Präsident anordnet, dass dein Sohn getötet wird? Die Familie Moses war in einer echten, totalen Krise. Und diese Krise war gewaltig. Aber vor allem Mose, der größte Fluch, den Mose erlebte, war in eine neue Ungewissheit zu kommen, von dem er nicht wusste, wie es endete. Mose war 12 Jahre alt, als er nach Ägypten kam, denn in so lange hatte ihn noch seine Mutter bekommen, um dort für ihn durch diese geniale Idee, die Gott Miriam gab, seiner Schwester, hatte er noch die Möglichkeit, beziehungsweise hatte seine Mutter noch die Möglichkeit, Mose vorzubereiten auf die Zeit danach. Aber dann war es soweit. Er war 12 Jahre alt und nun forderte die Tochter des Pharaos ihr Spielzeug. Denn wir wissen heute durch Archäologie, dass sie zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war. Sie wollte ihn selber als Sohn haben. Und der größte Fluch ist ebenso in unserem Leben unter ganz ungewissen Umständen nicht hoffen zu können, dass da etwas kommt, was den Fluch aufhebt. Das Schlimmste ist nicht die Krise oder das Leid, in dem wir stecken. Das Schlimmste ist nicht die zerbrochene Ehe oder die Menschen, die sich immer weiter auseinanderleben in einer Ehe. Das Schlimmste ist nicht, dass mein Kind mir sagt, du kannst mit deinem Glauben mir gestohlen bleiben. Ich hoffe, dass das niemandem geschieht oder jemals geschehen wird. Das Schlimmste ist nicht Krebs.
Das Schlimmste ist auch nicht das Totenbett. Das Schlimmste ist, in dieser Situation keine Perspektive zu haben. Das ist der Unterschied. Aber wir dürfen erleben, wie Mose das erlebt hat, dass in Umständen, in solchen Umständen, Gott den größten Fluch zum größten Segen wandeln kann. Und er sagt uns nicht nur, dass es geschehen kann, sondern auch, wie es geschehen kann. Wir wissen, dass hier die Israeliten in der Knechtschaft waren. Und mit Knechtschaft meint, sie waren Sklaven. Sie wurden gezüchtigt, sie bekamen Schläge, sie wurden unterdrückt, sie wurden wie Tiere behandelt, wie Arbeitstiere. Und Mose erlebte, wie Gott in all dem, was er erlebte, tatsächlich einer der gesegnetsten Menschen wurde in der ganzen Geschichte. Wie ist das geschehen? Im Hebräer Kapitel 11, Vers 24 lesen wir folgende Worte. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten. Hier wird deutlich, was der Schnittpunkt war, warum plötzlich im Leben des Mose der Fluch zum Segen wird. Der Grund war, dass er durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen, durch seine Erinnerungen, dass er einen Gott hat, der für ihn was hat? Gedanken des Friedens und des Heils und nicht des Unheils. In seinem Unheil, getrennt von seiner Familie, in einem fremden System, das darauf bemüht ist, ihn zu einem Ägypter zu machen, äußerlich und innerlich, in diesem ganzen katastrophalen Zustand, sein Volk zu sehen, die nicht mehr den Sabbat halten können, sein Volk zu sehen, wie es zu beobachten, tagtäglich, wie sie schikaniert, geschunden werden, wie das Volk Gottes, das auserwählte Volk, für die Gott so viel Segen bereitgehalten hat, wie sie dort wie Tiere verenden, Jahr ein, Jahr aus, 400 Jahre lang. All das führte Mose an die Grenze der Depression. Aber Mose, sagt uns Hebräer Kapitel 11, hat in einem Augenblick in seinem Leben erinnert sich, dass er einen Gott hat, der Gedanken des Friedens und des Heils nicht nur für ihn selbst, sondern auch für sein Volk hat. Auch wenn dieser Text zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben war. Aber es war seine Erfahrung und seine Mutter hat ihn darauf vorbereitet. Seine Mutter erzählte ihm immer wieder davon. Vergiss nie, mein Junge, egal wo du bist. Egal, ob du in Ägypten bist oder hier bei uns. Vergiss nie eins, mein lieber Sohn. Du hast einen Gott, der dich liebt und der Gedanken des Friedens und des Heils über dich hat. Weißt du das? Wenn dein Arzt dir die Diagnose stellt, dass du Krebs hast, worin richten sich deine Gedanken? Auf die Krebszelle, die unheilbare, oder an den Gott, der gesagt hat, ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Frieden und Heil, nicht Unheil und Leid. Aber durch Glauben wollte er, als er groß war, nicht mehr der Sohn der Tochter des Pharao gelten. Und jetzt geschieht was Erstaunliches, was uns die Bibel sagt. Es ist unfassbar. Er tauscht den scheinbaren Segen ein gegen den Fluch. Verstehen wir? Sondern er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Was heißt das? Es heißt, dass Mose in seinem Leben angefangen hat, sich für Gott zu entscheiden und dadurch wurde für ihn die Last und der Fluch zum Segen. Als Mose begann, die Situation zu akzeptieren und zu sagen, gut, dann bin ich halt Hebräer. Gut, ich habe meine Identität und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, zu wem ich gehöre. Als er aufgehört hat, selbst mit dieser Situation klarzukommen, beginnt in seinem Leben die Wende. Er sagt, ich stehe zu meinem Gott und ich stehe zu meiner Identität, dass ich Hebräer bin, dass ich Israelit bin. Und plötzlich wird der Fluch Ägyptens für ihn zum Segen. Es ist
sehr, sehr entscheidend, was hier steht. Und er sagt, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Und jetzt kommt's. Denn er wusste, dass das Beste noch kommt. Sehen wir das? Er sah worauf? Auf die Belohnung. Lieber Freund, das Beste kommt noch. Es ist völlig egal, worin du gerade dich befindest. Es kommt auf dich darauf an, worauf du jetzt schaust. Ist für dich der Fluch das Ende? Ich weiß, dass wir alle zu kämpfen haben mit Flüchen. Denn der Satan möchte nicht, dass unser Leben ein Segen ist und wir die Fülle haben. Wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle habt. Nicht halb voll, ganz voll. Übervoll, überfließend, haben wir ja gestudiert in dieser Serie. Bitte, liebe Freunde, dieser Satz, ich habe ihn in meiner Bibel angestrichen, damit ich es nicht vergesse, wenn ich drüber blättere. Und immer, was ich anstreiche, egal wohin ich suche und was ich aufschlage, gehe ich immer mit meinen Augen über die angestrichenen Sachen und ich erinnere mich daran, dass ich das Fett gestrichen habe. Mose sah auf die Belohnung. Mose sah darauf, dass das Beste noch kommt. Wie war das mit Josef? Er erlebt eine Tragödie. Die größte Tragödie, die in seinem ganzen Leben er nie erwartet hätte. Seine eigenen Brüder verscherbeln ihn für einige Euros an die Ägypter. An Beduinen, die dann auf dem Markt irgendwo in Kairo oder sonst irgendwo auf dem Bazar den Josef verscherbelt haben. Vielleicht für Reis oder für sonst irgendwas. Können wir uns in die Lage versetzen, dass dich deine eigene Bruder und deine eigene Schwester verkaufen und verraten? Und dann noch um deine ganze Abwesenheit eine Lüge, ein Lügensystem aufbauen, um damit gut wegzukommen? Aber Josef, als er in Ägypten war, erinnerte er sich in den schlimmsten Zeiten der Trauer und er weinte viele Tränen, schon auf dem Weg nach Ägypten. Aber auf dem Weg nach Ägypten wusste er schon eins. Er wusste, dass er einen Vater hat, der Gedanken des Friedens und des Heils für ihn hat. Woran denkst du, wenn du von deinem Bruder und deiner Schwester verkauft, verraten und verleumdet wirst? Ich denke dann an Jeremia 29, Vers 11, dass Gott mir sagt, ich habe Gedanken des Friedens und des Heils für dich. Lass mich machen. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Halt dich an mich. Wie war das mit Daniel? Als er unschuldig durch Lügen, Intrigen von Leuten, die eifersüchtig auf ihn waren, ihm eine Falle gestellt haben, an den Punkten, wo seine Stärke war. Denn seine Stärke war was? Es gibt eine Sache, die die Bibel berichtet, viele schöne Sachen, er war fromm, aber es gibt eine, die die Bibel berichtet, wofür Daniel herausragt in der Bibel. Für seine konsequente Gebetsbeziehung zu Gott. Das heißt in der Bibel, er betete dreimal täglich, wendete er sich zu dem Ort hin, wo er so gerne wäre. Nämlich in der direkten Nähe zu seinem Gott. Und er betete und es gab Menschen, die aus seiner Stärke ihm eine Falle stellten, dass aus dem, was ihn auszeichnete, sein Verhängnis werden sollte. Und er wird verraten und verkauft. Und es wird ein System eingeflochten, das ihn dahin führt, dass er zum Tode verurteilt wird. Daniel wird in die Löwengrube geschmissen und er ist dort in diesem einsamen Loch, nicht alleine, nicht mit Depression in einem dunklen Loch, sondern er teilt dieses Loch mit einigen hungrigen Löwen. Schon mal erlebt? Noch nicht erlebt. Ich auch noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehne mich auch nicht nach dieser Erfahrung. Aber eins weiß ich, was immer geschieht in unserem Leben, und wer weiß, vielleicht werden es keine Löwen sein, sondern nur Hyänen. Vielleicht nur menschliche. Vielleicht werden wir in der Zukunft in eine Situation kommen, ähnlich wie Daniel, wo es bei uns um Leben und Tod geht. An was wirst du dann denken, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund? Wirst du dich erinnern an Jeremia 29, Vers 11? Wirst du glauben, wie Daniel in der Grube glaubte, dass das Beste, was in seinem Leben noch kommt, vor ihm liegt und nicht hinter ihm?
Denn er war privilegiert, er war bevorzugt in Babylon. Sie erkannten seine Weisheit, sie wussten, dass Daniel ein herausragender Mann ist. Und er war privilegiert, er wurde sogar zum Freund des Königs. Darius hat erkannt, dass dieser Mann ein außergewöhnlicher Mann ist. Und wie einfach war es, in dieser Situation es zu genießen und sich damit abzufinden. Durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich bin so froh, dass Gott mich segnet. Aber als er es am wenigsten erwartete, traf es ihn mit voller Wucht. Und er ging nach Hause von der Arbeit in sein Apartment. Und am selben Tag, er hätte es nicht erwartet, am selben Tag erwischt es ihn frontal. Nur wenige Stunden später sitzt er in einem dunklen Loch mit hungrigen Löwen. Aber Daniel wusste, was Gott über ihn dachte. Weißt du es auch? Weißt du, was Gott über dich persönlich denkt? Das Beste kommt noch und kam auch noch für Daniel. Was soll ich sagen? Ich könnte allein nur die ganze Stunde füllen mit Menschen in der Bibel, die wussten, was Gott über sie dachte. Paulus erlebt es im Gefängnis. Er erlebt es, dass er abgeschnitten war und hier dachte, na was dachte er? Gott hat mich verlassen. Ich sitze hier, ich habe mein ganzes Leben hingegeben, ich habe alles gegeben, ich bin durch die halbe Welt gereist für Gott, habe gepredigt, habe Menschen gesund gemacht und jetzt muss mein Lebensabend so aussehen im Gefängnis? Ist das, was er gedacht hatte? Nein. Wer die Bibel liest, der weiß, was er dachte, als er seine letzten Momente im Gefängnis war, obwohl er freier Bürger war in Rom. Daniel erinnerte sich in diesem Augenblick in seinem Leben an den Gott, der gesagt hat, ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe und ich habe Gedanken über dich des Friedens und des Heils. Meine Botschaft ist sehr einfach. Weißt du, welche Gedanken Gott über dich hat? Es ist völlig egal, ob du unter Löwen sitzt, im Gefängnis in Rom oder sonst irgendwo, in Ägypten oder wer weiß wo. Entscheidend ist nicht die Krebsdiagnose. Entscheidend ist nicht das, was dir gesagt wird auf einer Therapiestelle oder in einem Familienberatungszentrum, deine Ehe ist nicht mehr zu retten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, weißt du in den Situationen deines Lebens, dass es einen Gott gibt, der Heil und der Frieden geplant hat für dich und der es ermöglichen kann für dich? Paulus wusste das. Hebräer 12, Vers 1. Und das schließe ich, hiermit möchte ich mit diesem Text all diese Leute zusammenfassen, die wir jetzt weiter erwähnen könnten. Darum auch wir, jetzt kommen wir zur Sache, jetzt geht es um uns, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen, bitte den Text möchte ich lesen mit uns, weil dieser Text genau im Keim enthält, wie es vom Fluch zum Segen kommt. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Lieber Freund, das ist das Geheimnis. Das Problem ist weder Krankheit, Leid, Todesbett, Verleumdung, Lügen oder sonst irgendwas. Löwen oder der Galgen, der auf dich wartet oder lass dir einfallen, was immer du willst. Finanzielle Totalkrise. Wir haben von diesem guten Mann gehört, dem Freund von Stefan, der überlegt, ob er den Zehnten anfängt zu geben zu sollen, wo Maleachi sagt, gebt mir den Zehnten in voller Höhe und prüft mich, ob ich nicht der Gott bin, der für euch, was? Frieden und Heil für euch geplant habe. Der Punkt ist, wir fangen an zu überlegen und in die Krise zu kommen, egal ob finanziell oder nicht finanziell, ob es um Zehnten geht oder nicht Zehnten geht, wenn wir worüber nachdenken? Über die Krise. Aber nicht über den Frieden und das Heil, das Gott für mich vorgesehen hat. Hier steht, lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen. Wohin denn? Vorwärts, dem Ziel entgegen. Das Beste kommt nämlich noch. Das Beste liegt vor uns und nicht hinter uns. Was sagt die Bibel? Wer zurückschaut und am Flug steht, der ist nicht für das Himmelreich geeignet. Wir erleben das genauso im Leben von der Frau von Lot.
Gott hatte für sie inmitten einer Tragödie, in einem Umfeld, wo sie die Sünde umstrickte, in Sodom, in Gomorra und in anderen drei Städten. Sie solch eine Last erlebten. Sie lebten dort als gläubige Menschen und wurden ständig konfrontiert mit Gottlosigkeit. Sie wurden so sehr damit konfrontiert, dass selbst ihre eigenen Familienangehörigen schon darunter litten und selber in diese Richtung tendierten. Und Gott hat in dieser Situation für sie eine Lösung. Er sagt, die Engel, ich kann mir vorstellen, als die Engel dort in die Stadt kommen und Lot und seine Familie mitnehmen wollen, dass sie die Botschaft mitbrachten, der Gott des Friedens und des Heils hat uns gesendet, euch hier rauszuholen. Und sie gehen mit ihnen raus und die Frau von Lot dreht sich um, obwohl Gott gesagt hat, schau nicht nach hinten, lass Sodom hinter dir, lass die Krise hinter dir. Lass das, was dich beschwert und was dich durch die Sünde umstrickt, lass es hinter dir. Schau nicht zurück, schau wohin? Nach vorne. Schau auf den, der Heil und Frieden für dich nach vorne besorgt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und dieser Kampf, der uns bestimmt ist, ist zu glauben, zu vertrauen. Zu vertrauen, dass das, was in Jeremia 29, Vers 11 steht, Wahrheit ist. Kein schönes Märchen. Naja, ich weiß, dass der, der glaubt, naja, der hat was, woran er sich festhalten kann, so ein Strohhalm. Ja, es ist ein Strohhalm. Aber dieser Strohhalm hat ein festes Fundament. Was ist uns bestimmt? Das Ziel, das Beste. Es gibt ein Aber. Es wäre zu einfach und würde sich zu irreal anhören, immer nur zu sagen, egal was, schau nach vorne, es kommt schon. Es gibt ein Aber, liebe Freunde. Das Beste für dich kommt, ganz sicher, aber. Der Text in Hebräer, den wir gerade gelesen haben, Hebräer 12, macht uns eins klar. Die Voraussetzungen, dass du das erlebst, sind A. Schau bitte weiter als über dein Leid. Bleib nicht hängen an dem Punkt, wo du stehst und fang an, dich selber zu bemitleiden. Es gibt andere, die Mitleid mit dir haben. Du brauchst dich nicht selber zu bemitleiden. Geh weiter als über das Leid. Schau weiter als über deine Sorgen. Es gab ja vor einigen Jahren ein Lied, das ich glaube, die meisten kennen das heute gar nicht mehr, da war ich ein Kind. Ich hörte das im Radio ab und zu. Die ältere Generation kennt es noch, ein deutsches Lied, ein Schlager. Ich zähle täglich meine Sorgen. Kennen wir das? Ich zähle täglich meine Sorgen. Dum, 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 dum. Ich kenne den Text nicht mehr, aber das ist hat sich eingeimpft. Naja, der Text handelt davon, dass man sich täglich, wenn man morgens aufsteht, hinsetzt und schaut, okay, wo ist heute das Problem? Da fehlt's, da fehlt's, da fehlt's. Die Bibel sagt ein anderes Konzept. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Lasst uns das aufschlagen. Philipper 4, Vers 6. Bitte zähle täglich deine Sorgen und bring sie vor Gott im Gebet und Flehen mit Danksagung. Nimm deine Sorgen und bring sie täglich vor Gott. Hier steht, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Wie soll ich mich denn um nichts sorgen, wenn meine Ehe kaputt geht, wenn meine Finanzen nicht stimmen, wenn ich die Krebsdiagnose bekomme? Wie soll ich mich darum nicht sorgen? Nein, das heißt nicht, dass wir uns damit nicht konfrontieren sollen. Darum sorgen heißt, dass ich die Lösung dafür suche. Ich möchte die Lösung schaffen und das geht nicht. Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und was? Was steht hier? Wer kann es laut sagen? Vers 7. Und der Friede Gottes. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und des Heils. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen bewahren und eure Sinne in Jesus Christus. Bitte bleib nicht bei deinen Sorgen stehen. Du wirst nicht weit kommen in deinem Leben, egal wie alt du bist. Du wirst vor allem nicht zum Ziel kommen, nämlich zu erleben, dass das Beste noch kommt für dich.
Schau weiter als bis zum Schmerz. Schau weiter als bis zur Frustration und zu deiner Depression und weiter als die Scheidung. Der Punkt, warum Menschen aus diesen Situationen nicht als Sieger rausgehen, ist, weil sie an diesen Punkten stehen bleiben und sagen, das ist so schlimm. Das ist das Ende. Nein, ist es nicht. Wenn du in dieser Situation bist, glaubst du, dass du dann einen Gott hast, der dir einen Ausweg schenkt? Jesus sagte den Ausweg. Jesus sagte, weil eure Herzen verhärtet sind, deswegen hat Mose euch den Scheidebrief gegeben. Das Problem ist nicht das. Gott hat den Frieden schon vorbereitet für mich und für meinen Partner. Die Frage ist nur, bleibe ich hier stehen oder gehe ich weiter? Schau weiter als bis zum Krebs. Wir nehmen die Diagnose als gegeben und sagen, so ist es, ich muss damit leben. Wo steht es bitte in der Bibel, dass ich damit leben muss? Wo steht das? Wo steht, dass ich mit den Diagnosen dieser Welt leben muss? Wo steht es bitte? Kann mir jemand einen Text zeigen? Nein. Im Gegenteil, die Bibel sagt, wenn unter euch einer leidet, Jakobus Kapitel 5, dann ruft die Ältesten. Betet, bekennt einander eure Sünden. Und so werdet ihr heil. Und ihr werdet, es wird besser mit euch. Das Bessere kommt erst noch. Das Beste kommt. Aber es kommt auf mich daran ab, ob ich da stehen bleibe bei dieser Diagnose. Ich will damit nicht sagen, dass gläubige Menschen, echt wirklich gläubige Menschen, nicht daran sterben. Das ist nicht, was ich sage. Wer das hören will, der soll in die charismatische Bewegung gehen. Dort hört man das. Wenn du wirklich glaubst, wirst du keine Krankheiten mehr haben. Nein, das ist nicht wahr. Aber die Wahrheit ist, du brauchst diese Diagnose nicht als Wahrheit anzunehmen. Du kannst stehen bleiben und kannst sagen, Herr, du hast Gedanken des Friedens und des Heils. Das Beste kommt noch. Schau weiter als bis zur Bitterkeit. Du musst nicht daran stehen bleiben, dass du mit jemandem nicht mehr zusammenkommst und dass du ihn eigentlich, am liebsten, wenn du ihn sehen würdest, mit einer Rakete auf den Mond schießen würdest. Du musst dort nicht stehen bleiben. Gott hat einen Plan des Friedens und des Heils. Schau weiter als die Narben in deinem Leben. Schön, wenn man anderen Leuten zeigen kann, wie viel man erlebt hat und wie viele Narben man hat. Aber bleib bitte nicht bei der Narbe. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns, und jetzt kommt die Lösung. Haben wir noch Erinnerung? Vers 1, vielleicht hat noch jemand seinen Finger drin. Lasst uns ablegen, was uns beschwert, ist der erste Punkt. Lasst uns und die Sünde ablegen, die uns umstrickt. Und jetzt heißt es hier, lasst uns aufziehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Jesus Christus verzweifelte nicht daran, dass sein Vater sich von ihm getrennt hat. Denn der Punkt kam in seinem Leben, wo sein Vater sich von ihm getrennt hat. Jesus erlebte die Krise, nicht nur einmal. Von klein auf wurde er schikaniert, gehänselt. Warum? Weil er so anders war als die anderen Kinder. Er passte nicht ins System, schon von klein auf passte er nicht ins System. Er erlebte Ablehnung und Spott von seinem Kindesalter an, bis er groß war. Nicht von allen. Es gab viele, die mit ihm gern zusammen waren, die Jesu Nähe gesucht haben, schon als sie ein Kind waren, weil sie gewusst haben, in seiner Nähe, da geht es mir gut. Aber die Mehrheit hat ihn so nicht behandelt. Er hätte Freude haben können, aber er erduldete das Kreuz und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus hat für uns das voraus erlebt, was heute Morgen die zentrale Botschaft ist, Gottes an uns. Für Jesus, er wusste, das Beste kommt noch. Haben wir eine Ahnung, was für Jesus das Beste war, was ihnen diese Motivation und diese Kraft gegeben hat? Durchzuhalten und zu sagen, ich schaue nach vorne. Es war sein Lohn, auf den er sich gefreut hat, den er empfangen würde. Was ist der Lohn, den Jesus empfangen wollte und auf den er sich gefreut hat? Du bist sein Lohn.
Er hat durchgehalten, weil er wusste, dass er eines Tages dir ins Gesicht schauen kann und sagte, ich freue mich, dass du hier bist. Sei willkommen. Das will er dir persönlich sagen. Schau auf ihn, und das ist das Geheimnis, der vom Fluch zum Segen führen kann. Denn das Beste kommt noch. Das ist der Grund, warum Christen in Situationen, wo andere keinen Ausweg mehr finden, durchkommen. Mose erlebte das und er floh. Aber er erlebte in seinem Leben, dass die Flucht vor dem Problem nicht die Lösung war. Und so musste Gott 40 Jahre ihn vorbereiten, dass er erkannte, das, was er erkennen sollte. Das habe ich vor einiger Zeit gesehen. Können wir es lesen? Und so wie Mose das erlebte, so wird es auch dir wahrscheinlich gehen. Und auch wenn wir grinsen mögen über diese Botschaft, die an einem Auto hinten dran hing, hab Geduld mit mir. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und da ist was dran. Hab du doch selber mit dir Geduld. Warum schenkst du Gott nicht die Möglichkeit, in all den Widerwirrnissen des Lebens zu sagen, ich weiß, dass das Beste noch kommt. Das ist nicht positives Denken, bitte. Ich rede hier nicht von Dale Carnegie, der Milliardenumsatz gemacht hat durch seine Bücher Positives Denken. Der Unterschied zwischen das Beste kommt noch und positivem Denken ist was? Beim positiven Denken ist es der positive Gedanke, der dir hilft, durch die Krise zu kommen. Bei dem Gedanken, das Beste kommt noch, ist es eine Realität, die heute erfahrbar ist. Und sie ist es, die dich führt. Schauen wir mal weiter. Als Mose hier durch diese Erfahrung geht jetzt, 40 Jahre, kommt er an die Situation, wo er endlich erkennt. Es ist eine wichtige Erfahrung, die uns beschrieben wird im zweiten Buch Mose, als er eine Begegnung hat mit Gott, und zwar am brennenden Busch. Hast du schon mal so eine Situation erlebt wie Mose? Dass du versagt hast und dass du den Eindruck hattest, dass du für Gott unbrauchbar geworden bist? Dass du denkst, ja, ich glaube an Gott, aber mich kann er nicht wirklich gebrauchen? Schon mal erlebt? Ich bin durch so einen Moment durchgegangen. Und mich hat nur eines über Wasser gehalten, nur ein einziges. Und das war Jeremia 29, Vers 11. Ich erwähne diesen Text heute so oft, weil es der Rettungsring ist. Daran zu erinnern, dass Gott für dich etwas geplant hat, das Beste geplant hat, das noch kommt. Vielleicht bist du erfüllt von Scham. Vielleicht empfindest du die Widerwärtigkeit der Sünde, die dein Leben oft umstrickt. Vielleicht bist du erfüllt von Schuld. Vielleicht möchtest du einfach nur weglaufen. Das ist vielleicht der Grund, warum manche nicht kommen und das Wort Gottes sich zu Gemüte führen, weil sie einfach weglaufen. So wie Mose weggelaufen ist vor den Problemen und vor der Lösung weggelaufen ist. Liebe Freunde, weglaufen bringt nichts. Lasst uns die Versammlungen nicht verlassen, sagt Paulus, wie es manche unter euch tun. Und je mehr noch, je mehr sich der Tag des Herrn naht. Denn wir brauchen die Lösung und die Lösung liegt hier im Busch, in dem brennenden Busch. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornenbusch zu und sprach, Mose, Mose. Was hier geschieht, ist gewaltig. Das, was Gott tut, er ruft ihn bei seinem Namen und sagt, Mose. Das Gleiche, was er mit Adam macht. Das Gleiche, was er mit dir macht. Der Prophet Jesaja spricht davon, wo er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Er will damit sagen, Israel, erinnere dich doch daran. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, so heißt es Jesaja 43, dann sollst du nicht ertrinken. Und wenn du durchs Feuer gehen sollst, du wirst nicht verbrennen. Warum? Weil ich dich wert achte und weil ich dich liebe. Weil ich dir sage, ich habe Gedanken des Friedens und des Heils über dich. Bitte vergiss es nicht. Ich habe dich gerufen mit deinem Namen. Er rief ihn und sagt, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Darum geht's. Gott zu sagen, Gott, hier stehe ich.
Ich höre auf zu fliehen. Ich fliehe nicht vor den Problemen. Ich stelle mich dem Problem und weiß, dass es jemanden gibt, der Gedanken des Friedens und des Heils hat. Gott führte aus den Folgen einer armseligen Entscheidung, die Mose getroffen hat, nämlich einfach zu fliehen, führt Gott die Situation so, dass er sich in den Weg stellt, Mose in den Weg stellt. Und er stellt sich ihm so in den Weg, dass es für ihn zur Wende wird in seinem Leben. Was geschieht hier am Dornenbusch? Er betritt heiligen Boden. Er betritt heiligen Boden. Und das ist der Schritt, den wir wagen müssen. Wir müssen uns auf den Boden stellen. Ja, warum war denn der Boden heilig, liebe Freunde? Warum war dieser Boden hier heilig? Bitte? Weil Gott hier in der Gegenwart Mose war. Und er sagt, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Das bedeutet, Gott macht etwas Erstaunliches. Er stellt sich dem Menschen in den Weg und sagt, hier stehe ich. Und ich rufe dich bei deinem Namen und du stehst auf heiligem Boden, weil ich mich zu dir gestellt habe. Er ist so unfassbar, Gott, dass er nicht mehr sagt, komm mal und komm zu mir. Komm zu mir und stell dich da, wo ich hin bin, damit du endlich mal auf heiligem Boden stehst. Gott geht in deinem Leben dorthin, wo du stehst und stellt sich dir in den Weg und sagt, du stehst auf heiligem Boden. Merken wir, was hier passiert? Gott geht uns nach. Er bedrängt uns in liebevoller Weise. Und auch Mose, er möchte seine Flucht beenden und sagt ihm, dass er auf heiligem Boden steht. Du stehst auf heiligem Boden, dann in der Wüste, wenn du in der Einsamkeit bist. Auf heiligem Boden in deiner Furcht vor Menschen. Tritt einfach dahin und sei dir gewiss, dass du auch in deiner Enttäuschung, dass es dann immer noch heiligen Boden gibt, auf den du stehen darfst. Gottes Nähe ist der heilige Boden. Es gibt heiligen Boden, wenn in deinem Leben deine eigenen Hände genommen hast und merkst, dass dein Leben zugrunde geht aufgrund deiner eigenen Entscheidungen. In deinen Fehlentscheidungen, überall in deinem Leben gibt es einen Ort, wo du auf heiligem Boden stehen kannst. Es ist der Ort, wo Gott steht. Es gibt einen heiligen Boden, wenn deine Pläne misslungen sind, wenn du mit Scham erfüllt bist, wenn du dir selber Vorwürfe machst, wenn Gott am dringendsten benötigt wird, dann ist er da. Das ist die Botschaft in Mose. Du stehst auf heiligem Boden, ich bin da, merkst du das, Mose? Ich stehe dir im Weg. Versuch nicht weiter zu fliehen. Ich stehe hier. Das Beste kommt für dich noch, Mose. Das Beste kommt für dich noch, lieber Freund. 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Der Punkt ist, glaub nicht, dass Gott dich nicht sieht in deiner Sorge, in deinen Ängsten, in deiner Krankheit, in deiner Depression. Er sieht dich. Er hat auch Israel gesehen. Und glaub nicht, dass Gott wegguckt und dich vergisst, auch wenn es manchmal 400 Jahre dauert. Wir verstehen, was ich meine. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Das ist die Botschaft. Gott kennt dein Leid. Er weiß es. Verzweifel nicht. Ich rede heute zu Leuten, die hier sitzen, zu Brüdern, zu Schwestern, zu Freunden, von denen ich weiß, dass sie in solchen Situationen sind, wo sie sich fragen, Gott, wo bist du? Ich brauche dich. Und Gott sagt, hör auf zu schreien. Bevor du geschrien hast, habe ich Gedanken des Heils und des Friedens über dich. Glaub's mir doch endlich. Ich habe deine Leiden erkannt. Weißt du das, dass Gott deine Leiden erkannt hat? Ich bin mit dir in deiner Qual. Das ist die Botschaft. Ich bin mit dir in deiner Einsamkeit. Ich bin mit dir dann, wenn du glaubst, in deinem Alter sich niemand mehr für dich interessiert. Wenn du glaubst, du wirst älter und nicht mehr aktiv und leistungsfähig und deswegen wirst du zur zweiten Klasse kategorisiert. Das ist nicht der Fall. Gott sieht dich und weiß um dich und er hat wunderbare Pläne für dich. Gott möchte uns alle auf heiligen Boden führen. Bist du bereit, in deinem Leben den Schritt zu wagen, weg von dem Punkt der Krise und dem Fluch auf den heiligen Boden? Hier wendet sich die Geschichte Israels, als Mose einen Schritt macht auf den heiligen Boden.
und den Dornenbusch-Erfahrungen hat, die wir alle brauchen. Da sprach Gott zu Mose: Ich bin der Ich Bin. Ich verändere mich nicht, ich bin der Seiende. Dann sprach er: So sollst du zu Israel sagen. Und liebe Freunde, ich sage nichts anderes heute Morgen. Das ist die Botschaft. Ich bin der Ich Bin, ist derjenige, der die Gedanken hat über uns. Und er ändert sich nicht. Selbst wenn wir auch mal uns verändern, selbst wenn man uns nicht mehr trauen kann, selbst wenn wir nicht mehr stabil sind in unserem Leben und in eine Situation kommen, wo es unter unseren Füßen wackelt. Er ist der, der sich nicht verändert. Das ist der Name Yahweh. Ich bin der Seiende. Ich verändere mich nicht. Und wenn ihr euch verändert, ich verändere euch mich nicht. Diese Botschaft ist so wichtig, liebe Freunde. Es ist so wichtig, weil wir in den Momenten, wo wir auf die Krise schauen, vergessen, dass Gott sich niemals verändert. Er verändert seine Gedanken, die er über uns hat, nicht. Siebenmal spricht Jesus im Neuen Testament von sich: Ich bin. Zusammengefasst sagt er Folgendes: Ich bin deine Kraft, ich bin deine Fülle, ich bin deine Ermutigung, deine Nahrung, die dir die Kraft gibt, deine schützende Wolke an dem Tag und das Feuer in der Nacht, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich bin deine Zuflucht und ich bin dein Führer. Das sind die Botschaften, die Gott uns hier durch Jesus Christus sagt, indem er sagt: Ich bin. Frage: Wir sind am Ende dieser Serie. Ich habe bisher mich nicht gewagt, diese Frage zu fragen. Aber heute frage ich sie. Wer ist für dich Jesus Christus? Wer ist er für dich? Denk darüber nach. Gott sagt im Dornenbusch, und es ist Jesus, der hier erscheint, wir wissen das aus der Bibel, er sagt: Ich bin für dich alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr als mich. David hatte das erkannt in dem Psalmen und er sagte durch Inspiration an alle nachfolgenden Leser der Psalmen, sagt er: Habe ich nur dich, oder war es Asaf? Ich glaube, es war sogar Asaf. Er sagt: Habe ich nur dich, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Alles, was wir brauchen, ist in Christus. Selbst wenn du nichts mehr hast. Wenn du Christus hast, hast du alles. Gott selbst führt uns durch die Wüstenerfahrung in eine persönliche Begegnung mit ihm. Diese persönliche Begegnung hast du vielleicht schon gehabt, aber er möchte sie jeden Tag. Hast du sie noch nicht gehabt? Wie lange willst du warten? Wie lange willst du warten, auf heiligen Boden zu stehen und zu wissen, dass alles, was du brauchst, Jesus Christus ist? Warum geschieht so viel Leid in unserem Leben? Jesus möchte, dass wir Demut lernen. Er möchte, dass wir nicht an dem Leid stehen bleiben, sondern dass wir uns demütigen und uns nicht so wichtig nehmen. Nöte sind die Gelegenheit, nämlich für Wunder. Der letzte Abschnitt heute gilt dieser Aussage. Wunder tut Gott aus einem Grund. Können wir uns noch erinnern an das Thema, der Gott der Überraschungen, der dir den Weg frei macht? Gott bewegt noch heute Steine. Gott tut Wunder in den Momenten, wo es Gelegenheit dafür gibt. Gott tut da Wunder, wo bei uns das große Schild Sackgasse kommt. Sonst brauchen wir keine Wunder. Warum geschehen so wenige Wunder heute in dieser Welt? In unserer Generation, in unserer entwickelten Welt. Warum geschehen so wenige Wunder, die Gott tut? Die Wahrheit ist, weil wir keine Wunder mehr brauchen. Wir haben für alle unsere Sorgen, all unsere Situationen, haben wir eine Lösung. Für alle. Können wir uns erinnern, dass wir die Serie so begonnen haben? Der eine, der durch jede Krise führt. Der glaubwürdig ist, dem man vertrauen darf. Gottes Ziel ist es gewesen und auch heute noch, so wie es bei Mose war, unser Vertrauen zu gewinnen. Und dass wir ihm das zeigen, das Vertrauen, indem wir in den entscheidenden Situationen sagen: Herr,
ich weiß, dass du Gedanken des Friedens und des Heils für mich hast. Dafür will ich dir danken. Israel hat das lange nicht verstanden. Es heißt hier in der Wüste murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben und des Herrn Hand und durch des Herrn Hand, Achtung, was sie sich wünschen, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Sie ertragen nicht die Situation, durch die Gott sie führen will, damit sie etwas lernen. Und sie verfluchen den Tag, als Gott sie aus Ägypten geführt hat. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Oh, wie unfassbar, was hier geschieht. Gott, der sie aus Ägypten herausholt, hat mit ihnen einen Plan. Sie eine kurze Zeit, sie zu stärken durch Entbehrung und durch Opfer. Am Berg hier dieses Zweifels wollen sie lieber wieder in das alte System, als mit Gott die Situation zu ertragen, in der sie sind. Wie hieß es von Mose in Hebräer 12? Er sah auf die Belohnung und er duldete. Und von Jesus wird das Gleiche gesagt. Er erduldete. Und das hat ihn durchgeführt. Nöte, liebe Freunde, sind die Gelegenheit für Gottes Eingreifen und Wunder. Wir erleben keinen Wunder und kein Eingreifen Gottes, wenn wir nicht zu unserer Not stehen. Wir müssen dazu stehen und sagen, ja, ich stehe hier. Aber ich weiß, das ist nicht das Letzte. Gott steht hinter der Not. Ohne Nöte und Bedürfnisse bedarf es keiner Wunder. 2. Mose 16, Vers 4, wir haben es heute Morgen besprochen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe. Es war ein großer Test und Israel hat versagt. Aber wir müssen nicht versagen. Gott testet uns, indem er es zulässt, dass wir in Leid, in Krankheit, in Anfechtungen, in Verruf, in Verleumdung, dass wir in Situationen kommen, wo er uns prüft, ob wir was? Ob wir uns an ihn klammern und sagen, Herr, ich weiß doch, was du für Gedanken über mich hast. Dass wir ihm vertrauen. Am Morgen werdet ihr dies Herrn Herrlichkeit sehen. Und das ist Gottes Ziel. Das Beste, was kommt, ist die Herrlichkeit Gottes, die sich offenbart. Der sagt, siehst du mein Kind? Ich hab's dir gesagt. Vertrau mir. Schon mal erlebt? Nöte und Bedürfnisse in deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deiner finanziellen Situation, mit deiner Gesundheit, in irgendeinem Aspekt deines Lebens sind einzig und allein dazu da, dass du gestärkt hindurchgehst und zum Schluss erkennst, Gott hatte von Anfang an für dich alles vorbereitet. Das ist die gute Nachricht. Das ist nicht positives Denken. Das ist wunderbar, einen Vater zu haben, der vom Fluch der Not zum Segen führt. Gott führt in eine persönliche Begegnung mit ihm auf heiligen Boden und Gott führt in die wundersame Lösung, die wir nicht mehr erahnen, nicht mal erahnen würden. Bei Jesus gibt es keine Hindernisse. Und ich sage das ganz laut. Er ist deswegen unvergleichbar, weil es für Jesus kein Hindernis gibt. Und ich möchte dich persönlich jetzt ansprechen heute. Bitte, bitte, egal was es ist, schließ nicht mit dem Kapitel ab und sag und lege es ad acta und sag, hier gibt es keine Lösung. Für Gott gibt es keine Hindernisse und es gibt kein Versagen bei Jesus und es gibt keine Niederlage bei Jesus. Das ist kein New Age esoterisches Evangelium. Nein, bei Gott gibt es keine Probleme. Ich sage, bei Jesus gibt es keine Niederlage. Nicht bei uns. Bei Jesus gibt es kein Versagen. Bei Jesus gibt es keine Hindernisse. Wir haben nur einen Schritt zu wagen. Wohin? Auf den heiligen Boden. In seine Gegenwart. Und zu wissen, dass er seine Versprechen hält. Wenn unsere Träume zerplatzen, unsere Hoffnung dahin geht, unser Leben zum Ende zugeht, das Beste steht uns noch bevor. Ich habe es selber erlebt, als meine Mutter, ich habe davon berichtet, vor anderthalb Jahren starb.
Das war für mich der schwierigste Moment. Nicht, dass meine Mutter stirbt. Das war für mich nicht das Schwierige, denn ich wusste, meine Mutter ist ein gläubiger Mensch. Für mich war das Schwierige, sie zu fragen, bevor sie starb: Mama, gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du mit Gott noch nicht bereinigt hast? Gibt es etwas, wo du keinen Frieden hast? Mit einem Menschen, mit einer Situation, etwas, wo ich dir helfen kann? Gibt es etwas, wo du keinen Frieden hast? Und sie hat überlegt. Und dann sagte sie, als Tränen kamen: Ich habe Frieden. Und dann hatte ich Frieden. Das Beste steht uns bevor. 5. Mose 34, Vers 5. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Aber Mose erlebte, dass das Beste, was er von ihm vorbereitet hatte, auch tatsächlich geschah. Und jetzt kommt der wichtigste Teil der ganzen Serie. Und das ist das Beste, was noch kommt. Moses hatte einen Plan, aber Gott hatte einen besseren Plan. Du und ich und sie, wir alle haben einen Plan, aber Gott hat den besseren Plan. Weißt du das? Du hast einen Plan für dein Leben und sagst: Ich werde morgen das tun, nächstes Jahr das, ich werde das tun und ich werde da und dahin reisen, den heiraten, das tun, die Arbeitsstelle. Gott hat einen Plan mit dir. Und es wird Zeit, sich dem Plan zu fügen. Mose hat ein Ziel, aber Gott hat ein besseres Ziel. Und das ist der Grund, warum sein Grab nicht mehr gefunden wurde, sagt uns die Bibel. Es heißt hier, bis auf den heutigen Tag. Und Mose ist heute nicht nur auf heiligem Boden, sondern er ist vor dem Thron Gottes. Die Bibel berichtet uns, dass er direkt in Gegenwart Gottes ist. Warum? Weil es Gottes Plan war und er diesen Plan zuließ in seinem Leben. Das Gleiche ist verheißen den Menschen, die heute, morgen und gestern die Entscheidung treffen, diesen Schritt zu wagen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es, dass die Menschen, die dieses Vertrauen haben, das Gleiche erleben werden wie Moses. Denn er selbst, der Herr, wird den Befehl, wenn er den Befehl ertönt, wenn die Stimme des Engels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten auferstehen, die in Christus gestorben sind. Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben. Paulus spricht hier für die, die nicht sterben, sondern bei der Wiederkunft Jesu noch am Leben sind. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. So werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Was für eine wunderbare Aussicht. Hier heißt es, alle sind sie gestorben, die wir heute erwähnt haben, im Glauben, und haben nicht erreicht das Verheißene und erlangt, sondern aus von Ferne gesehen und gegrüßt. Und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Das Beste kommt noch. Bitte richten wir uns nicht zu lange auf diese Erde ein. Konzentrier dich in deinem Leben nicht so sehr auf diese Erde. Das ist die Botschaft. Das Beste kommt noch. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Das Bessere. Im Hebräerbrief wird allein, ich glaube, 15 Mal von dem Besseren gesprochen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Liebe Freunde, wartest du und ist das deine Hoffnung? Ist sie das? Diese selige Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Eines Tages werden wir in einem Land sein, in dem es kein Leid gibt, keine Depression, keine Trennung, kein Geschrei, kein Tod. Eines Tages wird erfüllt, was der Prophet Jesaja gesagt hat: Kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zungen der Stummen wird frohlocken. Was immer deine Plage ist, jetzt und heute, das Beste kommt noch. Konzentrier dich bitte nicht auf das, was du hier erlebst. Nutze die wunderbare und wichtige Zeit, in der du jetzt lebst,
um dich darauf zu konzentrieren, was wirklich das Bessere ist. Bald wird es geschehen, dass wir Jesus Christus begegnen. Wie immer wir uns das vorstellen, der Maler hat sich das so vorgestellt. Aber wie immer wir uns das vorstellen, es wird das Bessere sein. Eines Tages werden wir in einem Land sein, in dem es kein Leid, kein Schmerz, keine Trennung von Gott mehr geben wird. Es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr, das hat er vorbereitet denen, die ihn lieben. Lieber Freund, hast du Gott lieb? Von ganzem Herzen. Dann ist diese Verheißung für dich. Wir werden in dieser Zeit einen realen Körper mit einem realen Erleben haben. Wir werden nicht als Geister durch die Luft schwirren, sondern es heißt hier, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland des Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. So wie Jesus Christus real mit einem Körper auferstand, werden wir einen realen Körper und eine reale Zukunft erleben. Das ist so wichtig. So viele Menschen glauben heute, dass in der Zukunft irgendwo in einem Unbewussten, in einem Geist-Seele-Zustand dahinschwirren. Nein, du und ich werden mit einem realen Körper in einer realen Welt einem realen Gott begegnen, der uns begrüßen wird. Wir werden Menschen wiedersehen, die uns der Tod weggenommen hat. Wir werden Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Ehepartnern begegnen, die uns der Tod entrissen hat. Wir werden uns in die Arme fallen und werden sagen, wie habe ich dich vermisst? Als du gegangen bist, war es nicht mehr so wie vorher. Ich weiß, dass selbst hier welche sitzen, die diesen Tag herbeisehnen, dass sie endlich wieder ihren Partnern in die Arme nehmen dürfen und sie küssen dürfen und sagen, ich habe dich vermisst. Der Tag kommt. Und es wird ein Tag sein mit vielen Tränen, aber die Tränen werden vergehen. Gott wird sie mit seinem Finger von deinem Auge abwischen. Das sagt uns die Bibel. Eines Tages werden wir in einem Land sein, in dem sich die Kinder freuen dürfen. Ihr lieben Kinder, auch ihr habt zu leiden unter der Sünde. Auch ihr habt zu leiden unter all den Bedrängnissen dieser Welt. Schon von klein auf gibt es Bedrängung für euch. Aber ich möchte euch was sagen, weil ihr vielleicht den Eindruck habt, heute Morgen, das ist nicht für euch das Thema. Ihr wart in den letzten Abenden nicht da, weil es zu spät war für euch, da ihr am Schlafen wart. Aber ihr lieben Kinder, ich möchte euch etwas sagen. Das Beste kommt für euch noch. Das Beste ist nicht Nintendo. Das Beste ist nicht Computerspiel. Das Beste ist nicht aufbleiben dürfen bis 23 Uhr. Das Beste ist nicht eine Party irgendwo in einer Diskothek. Das Beste ist nicht, das tun zu dürfen, was ich nicht tun darf, aber die anderen tun's, die dürfen's tun. Das Beste für euch, ihr lieben Kinder, kommt noch. Freut euch. Denkt darüber nach. Jeden Tag, bevor ihr schlaft, denkt darüber nach, was auf euch zukommt. Die Bibel sagt, eines Tages werdet ihr mit Löwen und mit Lämmern gleichzeitig spielen. Man wird nicht mehr von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung noch Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Und dann heißt es hier, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Lieber Freund, wir werden auf der neuen Erde, in diesem neuen Realität, in diesem neuen Land, werden wir wie heute Morgen einen Sabbat nach dem anderen, hier steht es, Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Egal, ob du den Sabbat seit 30 Jahren hältst oder ob du in dieser Serie das erste Mal vom Sabbat gehört hast, ich möchte dich einladen. Warum nicht jetzt schon den Herrn des Sabbats ehren und Woche für Woche zusammenzukommen, um hier oder wo du wohnst, dem Herrn anzubeten. Denn wir werden es auch auf der neuen Erde erleben. Ich möchte hier am Schluss eines sagen, was vielleicht die wichtigste Botschaft in all den Serien war, in all den Themen war. All das ist dir versprochen. Es gibt nur eins,
ein kleines Hindernis. Ein klitzekleines Hindernis. Auf was konzentrierst du dich jetzt in deinem Leben? Was ist dir das Wichtigste und Beste? Ist das Beste, was du suchst, hier auf dieser Erde angesiedelt? Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Der, der Trauer überwindet, der Leid überwindet, der Enttäuschung überwindet, der Krankheit überwindet, der nicht aufgibt und sagt, warum geht's mir so? Sondern der überwindet, der wird erleben, dass das Beste tatsächlich noch kommt. Die Feigen aber, und das möchte ich auch sagen, und die Ungläubigen und die Frevler, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner. Erinnern wir uns an die Kindergeschichte, deren Teil wird sein im feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Aus dem wird es keine Auferstehung geben. Aber ich weiß, dass wir alle, die wir hier sind, heute Morgen die richtige Entscheidung treffen. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Gebet seit Tagen, dass jeder, der hier ist, sagt, Herr, danke, dass du das Beste für mich vorbereitet hast. Lass mich darauf schauen, was du für mich vorbereitet hast. Jesus kommt. Eines Tages werden wir ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Endlich zu Hause. Bevor wir mit einem Gebet schließen, möchte ich uns die Gelegenheit geben, unsere Hoffnung auf das Bessere auszudrücken. Durch das Lied Wir sind voll Hoffnung. Manche von uns kennen es, manche vielleicht noch nicht so gut. Aber wir wollen es gemeinsam singen als Gebet, als Ausdruck unserer ganzen Hoffnung, dass das Bessere noch kommt. Dass wir uns nicht hierauf einstellen, auf dieses Leben, sondern auf das Bessere. Jesus, wir rufen zu dir aus ganzem Herzen. Dankeschön. Hab Dank, dass du der Unvergleichbare bist, der unser Leben vollkommen in deiner Hand halten will. Wir haben in den vergangenen Tagen, Herr, aus deinem Wort Hoffnung und Trost geschöpft. Jesus, wir kommen zu dir, weil wir uns sehnen danach auf das Bessere. Wir leben hier und wir sind dankbar, dass wir das Leben auf dieser Erde haben, aber Herr, das ist uns nicht genug. Wir wollen nicht nur im Glauben nach vorne blicken, wir wollen dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir wollen bei dir sein, Herr. Herr, danke, dass du das Bessere für uns bewahrt und aufgehoben hast. Und danke, dass du uns durch Leid, durch Krankheit, durch furchtbare Situationen in diesem Leben durchträgst. Aber danke, dass du uns auch trägst in den Situationen, wo wir mit Freude erfüllt sind. Herr, wir schauen auf dich und wir haben keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du bald kommst. Wir sind voll Hoffnung auf diesen Tag. Hilf, dass diese Hoffnung stark und fest wird und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Danke, dass du uns hier diese Zeit geschenkt hast. Und jetzt möchte ich dich bitten, nach diesem letzten Tag möchte ich dich bitten, dass du uns dein Wort austeilst und die Gelegenheit schenkst, diese Gemeinschaft, die uns gesegnet hat, weiter aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns auf den Sabbat, der nächste, der kommt. Aber wir freuen uns vor allem, Herr, auf den Sabbat, den wir mit dir feiern werden auf der neuen Erde. Ich bitte dich jetzt, wenn dieser wunderbare Gottesdienst zu Ende geht, dass wir hier weggehen mit erhobenem Haupt und dass wir unser Haupt zum Himmel erheben und wissen, dass wir Freude haben dürfen, weil sich unsere Erlösung naht. Dir sei Lob und Dank, Herr, Preis und Anbetung für deine Geduld mit uns und für das, was du für uns tust, getan hast und tun wirst. Herr Jesus, komm bald. Wir danken dir, dass du es tun wirst. In deinem Namen. Amen. My shepherd will supply my need. Shepherd.